Pariser Bürger können nun ihr Sprudelwasser kostenlos und unbegrenzt beziehen, aus einem neuen öffentlichen Trinkbrunnen. Von den städtischen Behörden installiert und am Dienstag enthüllt, soll er Konsumenten von den Wasserflaschen entwöhnen, hin zum Wasserhahn. Der Brunnen, den Sie hier sehen, liefert stilles Wasser und Sprudelwasser. Es ist das erste Mal in Paris und auch in Frankreich. Eau de Paris wurde ein öffentlicher Dienst, bietet Parisern diesen neuen Service. Das ist eine Innovation, welche Pariser Bürgern, die Sprudelwasser mögen, angeboten wird. Wasser aus dem Hahn, aber sprudelndes. Die Einwohner freuten sich über den neuen Brunnen. Ich mag Sprudelwasser wirklich. Hier kann ich es finden. Wir können es nutzen, wie wir wollen. Und wenn Sprudelwasserbrunnen zur Norm werden, werden sie während der heißen Tage, denke ich, ein Plus für die Parks und Gärten von Paris sein. Der Brunnen fügt Kohlendioxid in normales Leitungswasser hinzu, damit es sprudelt, und kühlt es, bevor es an Konsumenten ausgegeben wird. Separate Wasserhähne bieten auch eine stille Version des Getränks, gekühlt und ungekühlt. Auch dieses kommt direkt aus dem stadteigenen öffentlichen Wasservorrat. Die Hälfte der städtischen öffentlichen Wasserversorgung kommt direkt aus unterirdischen Quellen. Die andere Hälfte wird aus den Flüssen Seine und Marne gepumpt, gefiltert, aufbereitet und geprüft, damit es zu 100% sicher ist für den Konsum. Quellen zufolge haben die Franzosen weltweit den achtgrößten Verbrauch an Trinkwasser in Flaschen.